Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich würde gerne heute mit uns über ein Thema sprechen, was mich persönlich sehr anspricht und was mir jedes Mal aufs Neue wieder Kraft gibt, weiter mit Gott zu leben, weiter für Gott zu leben. Und zwar, ja, wer ich war, wer ich bin und wozu das Ganze. Das sind Punkte in unserem Leben oder Fragen in unserem Leben, auf die wir immer wieder eine Antwort haben sollten. Denn wenn wir die richtige Antwort auf diese Fragen haben, dann gibt uns das Motivation weiterzumachen, gibt uns das Motivation weiter für Gott zu leben. Ja, wer ich war, es ist so wichtig für uns heute nicht zu vergessen, wer wir in unserem alten Leben waren, bevor wir Gott kennengelernt haben, bevor Jesus Christus uns frei gemacht hat. Für mich ist es immer wieder so wichtig, nicht zu vergessen, wer ich war, woher ich komme, wie verloren ich war, wie hoffnungslos ich war, ja, wie ich durch meine Übertretung der Sünden, wie ich tot war, geistlich tot war, das lesen wir auch in Epheser Kapitel 2. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der uns zu dieser Zeit am Werk in diesen in den Kindern des Ungehorsams. Ja, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Es ist so wichtig, nicht zu vergessen, wer man war. Es ist so wichtig, einfach nicht zu vergessen, wie verloren man war, indem man einfach nach seinen Begierden gelebt hat, indem man sich einfach der Sünde hingegeben hat, wozu das Ganze geführt hat. Doch es gab einen Wendepunkt in meinem Leben und diesen Wendepunkt gibt es ja auch in diesem Text und zwar Vers 4. Und zwar beginnt der Vers 4 mit dem Wort Aber. In unserem Leben gab es auch das Wort Aber. Es ging nicht einfach so weiter, sondern Gott ist in unser Leben eingeschritten, so wie wir das hier lesen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Es gab dieses Aber, es gab den Wendepunkt in unserem Leben. Und umso mehr ich darüber nachdenke, dass ja, es heute reine Gnade ist, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist und dass ich dieses Geschenk annehmen konnte, dass Gott ja in meinem Leben diesen Wendepunkt geschenkt hat, dass Gott eingegriffen hat in mein Leben, um mir heute Gnade zu erweisen. Wir lesen auch hier, wozu das Ganze, oder beziehungsweise wieso Gott das getan hat. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Wir selbst können nichts dazu beitragen. Wir selbst waren verloren. Wir selbst haben unser Leben nicht in den Griff bekommen. Ich spreche in erster Linie über mich. Ich habe umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf. Und Gott hat diesen Wendepunkt in meinem Leben geschaffen. Und dafür bin ich ihm heute so dankbar. Das hilft mir auch heute immer wieder, ja, auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und zu verstehen, ohne Gott bin ich niemand. Ohne Gott bin ich verloren. Gott ist derjenige, der einen Wendepunkt in meinem Leben geschaffen hat. Egal welchen Erfolg ich heute vielleicht habe, egal was für einen Segen ich heute in meinem Leben erfahre, all das ist reine Gnade, die Gott mir schenkt. Und wozu das Ganze? Das lesen wir in Vers 10. Denn wir sind sein Werk. Ja, wir sind das Werk Gottes. Er will seine Gnade an uns erweisen. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, Gott hat uns nicht einfach nur gerettet, damit wir dann für uns leben und unseren Spaß haben. Nein, er will, dass wir die Werke, die er zuvor bereitet hat, dass wir in diesen Werken wandeln. Das bedeutet nicht, dass unsere Rettung von unseren Werken abhängig ist. Wir haben es hier gerade im Text gelesen, es ist reine Gnade, wir können nichts dazu beitragen, das ist auch gut so. Weil wir wissen selbst, wenn es von unseren Werken abhängen würde, dann wären wir immer wieder verloren und würden uns unsere Rettung dann immer wieder dazu irgendwie verdienen müssen, was nicht funktionieren würde, weil wir einfach immer wieder in die Sünde fallen. Aber Gott hat gute Werke für uns vorbereitet und in diesen Werken sollten wir wandeln. Und dazu will ich uns motivieren, wenn wir einfach daran denken, wer wir waren, wie verloren, wie hoffnungslos unser Leben war, ja, wie wir durchs Leben geirrt sind,
nach der Wahrheit gesucht haben, sie nicht finden konnten, wie wir der Sünde hingegeben waren. Und wenn wir dann aber daran denken, dass dieser Wendepunkt in unserem Leben kam, dann ja, entfacht das in mir diese Motivation, weiter für Gott zu leben. Das entfacht in mir diese Motivation, Gott mein Leben hinzugeben, in den Werken, die er zuvor bereitet hat, zu wandeln und nicht einfach nur für sich selbst zu wandeln. Und ja, der zweite Punkt, wie gesagt, der für mich persönlich auch immer sehr wichtig ist, ist, das bringt mich immer wieder auch zurück auf den Boden der Tatsachen, dass ich heute ein Leben führen kann mit Familie, mit Gemeinde, mit Kindern, mit einer Arbeitsstelle. All das ist reine Gnade und dafür bin ich Gott dankbar. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Amen.